Bricktastisch geht es weiter auf der Map. Die Burg von Yui00 mit der Beetle 1S. Oh, Achtung, Achtung, der Beginn. Nein, nicht einen Schuss getroffen. So, am Anfang, Moment. Am Anfang dachte ich, das ist hier irgendwie so Porky Hawk-Style, aber die Map hat noch viel mehr zu bieten. Das ist lediglich hier ein Spawn von oben. Und zwar, es gibt mehrere Etagen hier auf der Map. Es gibt sämtliche Portale, die man nur haben kann. Da geht es von links nach rechts und dann gibt es noch die farblichen. Da kommt man von... What? Immer vor meiner Nase. Was zum Henker soll das? Ich glaube schon langsam, dass mich hier der Regisseur von Le Brick Force ein wenig trollen möchte. Trollen, ich trolle dich ganz tolle. So, genau. Mehrere Etagen. Einmal der Turm oben, dann hier diese Ebene und irgendwo... Wow. Ey, das war unfair. Kommt er nochmal zurück? Oh, Schüsse nachladen, nachladen, Schüsse nachladen, Schüsse. Wow. Nicht, geh doch weg. Wo kommt man? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Alter Schwede. Ach komm schon, wieso musst du einen roten Ping haben? Du hast mir alles aufgehalten. So viele Leute in einem Raum habe ich selten gesehen im Brick Force. Also schon länger. Moment. Wow. Oh, ah, das kannte ich noch gar nicht. Diese Etage meine ich nicht. Sondern irgendwie kommt man noch woanders hin. Achtung, 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 Achtung. Achtung, Achtung, ich sagte Achtung. Oh. Nein, nicht. Was machst du? Oh Mann. Da hast du dir jetzt sämtliche Knochen gebrochen. Komm her. Ach, das ist die Kerze. Der ist schon längst weg. Okay, dann weiter runter. Ich finde das noch. Keine Sorge. Das ist auch eine von den... Ich mache hier mal ein bisschen... Wow. Fenster zu, es zieht. Das ist auch eine von den seltenen... Überraschung. Oder auch nicht. Von den seltenen Waffen... Und diese Waffe habe ich, wie lange, 50 Jahre oder so, oder über 20.000 Tage irgendwie. Hier geht's runter. Er wollte mir den Weg zeigen. Dankeschön. Hier ist der Underground. Ja, die habe ich selbst beim Pick and Win schon bekommen. Und die anderen habe ich mir dann mit dieser Aktion gekauft. Und jetzt werde ich in den nächsten Videos nochmal die restlichen... Oh, die mir... Ich sehe immer nur zwei Leute. Der eine mit der Halloween-Maske. Wo treiben... Hier, jetzt meine große Chance. Wo treiben sich denn die anderen rum, anderen rum, anderen rum? Wo treiben sich denn die anderen rum, anderen rum? Vom Screenshot her, von dieser Map, war ich wieder komplett eigentlich überrascht, denn ich dachte, das ist so, weiß nicht, eine kleine Map, wo ich maximal ein 3 gegen 3 oder so einstellen darf. Aber ich wurde... Wow. Ich wurde komplett vom Gegenteil überzeugt. Denn man hat diese ganzen Ebenen und Etagen und hier und da und Portale nicht ganz gesehen. Und die Map bockt. Die Map bockt. Man kann auf jeden Fall auch eine Sniper einpacken. Nicht schon wieder. Das kann nicht euer Ernst sein. Egal, nicht aufregen lassen, einfach weiterlaufen und von diesen Leuten weg. Boah, wo fliegst du? Wo bist du? Und von diesen Leuten weglaufen. Wieder mal vom eigenen Team flüchten. Da drüben, da drüben, da drüben. Die Waffe ist eigentlich, also wenn ich es nicht besser wüsste, recht ähnlich wie die Tsunami. Aber sie ist eben eine leichte Waffe. Und hat nicht so eine große... Da war irgendwo ein roter Name. Ich hab's gesehen. Wo? Und hat nicht so eine große Reichweite. Was kann man hier bestellen? Ein Mac Epic Legendary Loot, bitte. Ja, die große. Nein, ich möchte keinen Ketchup dazu haben, denn sonst hätte ich extra danach gefragt. Nein, ich möchte keinen extra Brownie dazu, denn sonst hätte ich verdammt nochmal danach gefragt. Warum wollen die mir alles anbieten? Darf sonst noch was sein? Nein, darf es nicht, sonst hätte ich ja danach gefragt. Egal. So, kurz warten. Kommt da jemand?
Ich schleiche mich nach vor und schieße gleich ein. Ich wusste... Ah, ja, ist doch. Da lacht er sich eins ins Fäustchen. Oder kann man so rauf und die ganze Übersicht behalten? Danke, dass du mich abknallst. Ich freue mich wirklich so. Das motiviert unheimlich. Weil dann weiß ich vor allem... Ah, Moment, ich werde beschossen. Und dann bin ich ganz abgelenkt. Ja, das ist hammermäßig. Ja, mach nur weiter. Richtig cool. Eagle 1000. Name ist notiert. Mann. Meine Ignore-Liste wächst und wächst und wächst und gedeiht. Die wird mal zu etwas heranwachsen. Ja, keine Ahnung. Ich werde bestimmt als erster und einziger Spieler das Maximum auf der Ignorierliste erreichen. In ganz Brickforce, bin ich mir sicher. Yo, so wird es sein. So wird es passieren. Triffst du hinein? Oh, ja! Aber die waren schon tot irgendwie. Oh, Panzer, was machst du nur? Das wäre schön gewesen. Hier geht's auch runter. Schön gewesen. Ach so, das ist gar kein großer Raum, sondern... Ah, hier kann man durchlaufen. Mann, bin ich doof. Das wusste ich gar nicht. Achtung! Achtung! Nein, dann kann man auch durchballern, wenn man durch... von links, von links, von links. Ich spüre es. Ich spüre es. Hier. Ah. Und weg ist er. Dann muss er hier drüben sein. Wow, das war ja nicht. Also hier in der Mitte ist es mir ein bisschen zu... Oh, und weg. Und wieder hier. Und wieder weg. Und nein, nicht... Das gibt es nicht. Was ist da? Portal-Trolling. Aber lustig. Und jetzt... Nein, hier geht's nicht runter. Wo geht's runter? Hier auch nicht, hier auch nicht, hier auch. Ha, ich spüre was. Und ich warte meine Gelegenheit ab, so. Nein, ah, das war noch nicht die Gelegenheit. Nicht! Nicht weglaufen. Gibt's ja nicht. Puh. Aber eigentlich, um das ein bisschen zu entschärfen, auch wenn das seltene Waffen sind und man die nur kaum bekommen kann, sie sind eigentlich jetzt nicht so der Burner. Also wenn mich jetzt jemand fragen würde oder zufälligerweise das Spiel. Ey Schilling, was möchtest du haben für immer? Eine Waffe, die du wirklich für immer hast und nur diese eine, sonst keine andere. Nur die eine oder keine. Für keine andere Frau gehe ich lieber in den Mauer. Für keine andere Waffe, na, Affe, mache ich mich zum Affen. Das stimmt sogar. Dann würde ich auf jeden Fall gar nicht so eine... seltene Season 1 Waffe wählen. Nicht falsch verstehen, die sind spitzenmäßig, die sind cool. Aber eben auch nicht die allerbesten Waffen. Doch trotzdem macht es Spaß, mit jeder zu zocken. Immer eine Abwechslung. Bis auf die T-Rex ist eigentlich für ihre Waffenart richtig gut. Also da gibt es kaum etwas Vergleichbares. Aber ich sag mal trotzdem, selbst da gibt es noch bessere Alternativen, wo man jetzt nicht unbedingt extra im Pick and Win gewinnen muss. Okay, der wird schon langsam alt. Pick and Win gewinnen. Das ist nicht mehr cool und auch nicht mehr lustig, was du da von dir gibst. Füße hoch, der Witz kommt flach. Und der Gegner liegt schon flach. Wie hast du das angestellt? So schaffst du einen Kill? Das nenne ich ja mal Head Glitching Extreme. Wow, wow. Moment. Können wir parallel nebeneinander eine Leiter rauflaufen? Das wäre ja... Oh, wow. Oh. Das wäre ja mal cool. Wir sind da gerade nebeneinander irgendwie auf der Leiter gewesen. Auf der Leiter sind wir heiter und da geht es gleich mal weiter. Und rotes Portal. Scotty, beamen Sie mich nach oben. Merci, dass es dich gibt. Wow, und wieder weg. Tschüss. Tschüssili. Au revoir. Da ist jemand. Das ist gefährlich, dass man durch eine Tür den roten Namen sieht. Nicht. Manchmal will man gar nicht durchs Portal gehen. Und da vergisst man irgendwie drauf, läuft dann unabsichtlich verkehrt hinein. Ah, blau, blau, rot, rot.
Da haben manche Map-Bauer wirklich diese Flaggen gut genutzt. Das finde ich cool. Kennt man sich gleich ein wenig aus. Hey, 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 hey. Alles easy, brah. Da kommt jemand drauf. Da kommt... Moment. Das mache ich so... Ah, ha, 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 ha. Hinterhalt. Ein Assa... Ich wollte... Ich... Ein Assassin ist schon dergleichen. Das war gerade wieder ein bisschen... Nicht so ein fairer Punktestand am Ende. Das gefällte mir. Also nicht das, aber die Map. Die Burg. Oh, jetzt... Nein, Moment, ich mache... Mache ich noch eine Runde? Ich gebe mal eine Bewertung ab. Die Burg. Die Burg. Hilfe, ich bin unkreativ. Die Burg. Mir fällt... Was reimt sich auf Burg? Kurg, Blurg... Mir fällt nichts ein. Coole Map. Okay, tut mir leid. Ich will immer irgendeinen Reim. Burg, was reimt sich denn bitte schön auf Burg? Naja, ich zeige mal kurz die Waffe her. Habt Waffe, leuchte Waffe, bitte leise. Es ist eine angepasste Version der Moskito 1 mit besserer Leistung und keinem der Nachteile. Mehr als 10 Jahre. Na, mal schauen. Dann bei Season 35. Na, dann wird mal umgewechselt. Ich kicke durch, dann bin ich im Inventar und danach sind die Teams. Ich kann da nichts machen. So, jetzt hänge ich noch eine Runde dran und zeige auch, wie ich das immer so mache. Denn man sieht immer den Anfang und das Ende der Runde. Also, und die Runde? Nein, genau, den Anfang sieht man nicht. Es fängt nämlich genau in der Runde an. Also, ich habe hier ein Passwort. Während ich kicke oder Teams wechsle, dann mache ich das weg. Klicke auf OK. Dann schaue ich noch kurz was im Inventar, Waffen und so. Dann klicke ich zurück und meistens ist dann der Raum voll und jeder wechselt ja hier selbst durch und herum und da kann ich nichts dran rütteln oder schütteln. Und dann geht's los. Und jetzt gibt's einfach noch eine Runde. Start! Und viele freuen sich dann, hey Schilling, ich habe dein Passwort geknackt, yeah! Und das stimmt aber gar nicht, denn ich habe ein Passwort, dann mache ich es weg und dann kann man natürlich rein. Und einige glauben dann, oh Schilling, ich habe dein Passwort geknackt, es war X359. Ich so, what? Ich habe irgendwas eingegeben. Du hast ganz bestimmt nicht mein Passwort geknackt. Aber wie auch immer. So mache ich das. Genau. Jetzt noch eine kurze Runde mit anderen Teams. Und jetzt weiß ich ja schon, von hier oben geht es lustig rund. Oder auch nicht. Warum geht hier nichts ab? Was ist da los? Die sind alle hier in der... Oh, hier sind die alle. Okay, der hat mich jetzt gehört und der kommt bestimmt. Kommt er oder nicht? Oh ja, er kommt. Er hat auch... Ist das die Tsunami oder Beetle? Ich kann diese Waffen... Oh, ich bin so schlecht im Waffen unterscheiden, wenn die jemand in der Hand hält. Da geht jemand runter! Ihm nach, Männer! Zweimal der gleiche. Lauft ihm doch nach! Hier, da habe ich jemanden. Da ist jemand. Und wieder weg. Mein Herz, mein Herz. Dun, dun. Dun, 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 dun. Oh, 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 schon wieder der. Sind da nur zwei Leute oder was? Ich sehe. Ah, hier ist. Noch einer. Und da oben. Aber der. Wieso ballerst du mich ab, wenn ich zu dir gehöre? Das finde ich so unfair. Da habe ich immer die Angst. Hey, der ballert mich ab. Das heißt, der gehört zum Gegnerteam, oder? Und dann weiche ich extra aus. Oder manchmal setze ich dann sogar noch Warpies dafür ein. Obwohl das ein Kollege von mir ist. Das ist unfassbar. Manchmal, teilweise. Also das verwirrt schon ein bisschen, das denkt man, ich weiß ja, die meisten meinen es ja nicht böse, aber das denkt man sich gar nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob das jetzt mit Absicht war, wie auch immer, ich möchte nur auch meinen Standpunkt so ein bisschen erklären. Mir ist das immer ganz wichtig und auch die Sache mit den Teams, ich habe das jetzt hier extra deshalb noch gemacht, weil ich weiß, ich kenne ja die Leute, was sie mir schreiben und so. Was waren denn das für Teams? Das waren unfaire Teams, jetzt habe ich wieder nichts gemacht und es steht 15 zu 8. Ich habe nichts, nichts. Da. Ich habe meine Finger nicht in dem Spiel. Das ist Teufelsküche, die das so... Da war jemand. Durch die Fässer. Was, kann man durchs Portal nicht schießen? Oder habe ich gerade wirklich richtig mies getroffen? Vermutlich das Zweite. Jetzt will ich hier oben bitte nochmal was schaffen irgendwie. Denn ich habe diese Stelle so entdeckt. Also, das ist keine geheime Stelle oder so. Das kennt ja jeder. Aber... Nein. Ja, wow. Der letzte Schuss ist dann ein Brickshot. Das ist doch auch die Höhe. Da trifft man... Ich will rauf, ich will nicht runter.
Yo, Bro. Bro, ho, mo, mo. Ho, ho, ho. Liebe Kinder, der Big Frost Weihnachtsmann ist wieder da. Und schenkt euch viele Tokens. Das ist Hipster. Ich dachte, der hat Respawn-Schutz. Dabei ist das Portal. Oh mein Gott. Die Portale sind ein Spaß. Da macht sich der Schilling die Hose nass. Der kleine Perversling. Mit seinem nassen Ding. Ruhe jetzt. Aua. Hey, hey, wer war das? Wer war das? Ja, was für ein Fake. Ich dachte, das sind Fenster. Ey. Schilling, kannst du mal die Fenster aufmachen? Jo, mach ich. Oh, da passiert ja nichts. Wieso raucht es hier so? Rauchen ist ungesund. Eine Zigarette verkürzt die Lebensdauer um 6 Minuten. Eine Runde Brickforce dauert im Durchschnitt 6 Minuten. Das heißt, eine Zigarette verkürzt das Leben um eine Brickforce-Runde. Kann man sich das leisten? Das ist doch nicht die Möglichkeit. Ich kann doch nicht... Das ist eine Runde Brickforce weniger, die ich da einfach verrauche. Das geht nicht. Das geht doch nicht. Das ist nicht möglich. Bitte, 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 bitte. Sorry, ich bin gerade irgendwie... Ich weiß nicht. Das... Ich habe nicht so viel Koffein in mir. Koffein vor allem. Koffein. 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 Das Wundermittel für jeden Breakfast-Mann. Sei ein Mann. Trink dich an. Mit Koffein. Hier, da muss jemand mal lüften. Das Geheimnis wird gelüftet. Ich weiß nicht, was jetzt gerade mit mir los ist. Irgendwie, das könnte das... Ich bin gerade so in Schillings lange Nacht des Ballerns-Stimmung, aber das ist gerade gar nicht die... Das war ein Armbrustduell. Das hat man so richtig gehört. Wow, nicht! Was macht ihr nur mit mir? Oh baby, tu das nicht, oh baby, tu das nicht. Mama, 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 baby, tu das nicht, oh baby, tu das nicht, oh baby, bye. Ich weiß gerade wirklich nicht, was los ist. Was ist... Hier, ich höre sie. Ich höre sie. Ich höre sie doch. Irgendwo höre ich sie. Wenn ich sie nur hören würde, dann wäre das Leben... Jetzt auch hier, 50 zu 30, ist in meinen Augen auch irgendwie unfair, aber ich... Wie gesagt, ich kann ja nicht 15 Runden erstmal ausprobieren, so, wann ist es mal fair oder wann ist es mal so? Und wenn es genau umgekehrt wäre, wir hätten jetzt 30 zu 50 verloren, wäre mir das auch vollkommen egal gewesen. Von daher, aber ich weiß ja, was jeder gleich immer schreibt. Schilling dies und Schilling das und Schilling Ananas. Rufzeichen, Rufzeichen, Rufzeichen. 1 vs 1, Rufzeichen, 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 Rufzeichen. Oh, er muss so schreien. Deine Stimme kann das doch nicht mehr mithalten. Rufzeichen. Also die Map ist irgendwie, sie ist cool. Auf jeden Fall 100% symmetrisch, cool gemacht mit den Portalen und so von oben nach unten. Da hat sich wirklich jemand was gedacht. Die mag ich, die Burg. Die Burg, die mag ich. Bricktastisch, beim nächsten Mal. Und weiter. Ende aus, Gelände. Geht in Deckung! Geht in Deckung!